that you worry. I'll see you again in the long run. And I know that I'll meet you again in the long run.
Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Levelüt. Fast schon Mittag. War fast schon Mittag. Die Nebeldepression nimmt ihren Fortgang. Ja. Ihr werdet euch jetzt bestimmt fragen, was haben wir die ganze Zeit getrieben? Ja. Nicht viel. Fangen wir mal ganz vorne an, vor dem Feldberg gestern. Vorgestern kamen wir an dieser Rufenholzhütte oder Rufenhütte, ich weiß das immer noch nicht. Dort haben wir eigentlich eine recht schöne Nacht verbracht. Sehr ne? schön. Die Hütte sah in Natura schöner aus als im Internet, dieses Foto. Schön groß. Ja, schön trocken. Und da haben wir auch ein nettes Mädel kennengelernt, die ganz alleine einen Zuhike macht durch den Schwarzwald, die auch fast nur draußen pennt. Also ganz schön tough, das Mädel. Und ja, mit der haben wir uns ein bisschen unterhalten, ein bisschen gequatscht. Und solltest du das Video mal sehen, dann würden wir uns freuen, wenn du vielleicht mal einen Kommentar hinterlässt, so, ob du gut in Basel angekommen bist. Das würde uns freuen. Mach das. Ja, so, und dann nahm das Unglück seinen Lauf. Ich meine, Regen und so war alles angekündigt, klar, gar kein Thema. Aber dann ging es. Es gibt aber Regen und Regen, ne? Es gibt Regen und Regen, und das war Letzteres. Ja, und Punkt 7, als wir aufgesattelt haben und das Zelt zusammengebaut haben, nahm das Unglück seinen Lauf. Ja. Und quasi zwar mit den ersten Schritten ging es los. Fing es an zu gießen. Aber fragt mich nicht nach Sonnenschein. Es hat geschüttet. Wir die Regenschirme ausgepackt. Also die Regenschirme sind auf jeden Fall definitiv das wertvollste Item, was wir hier dabei haben. Würde ich mit nichts tauschen wollen. Es muss auch gar nicht teuer sein. Ne? Hier H&M, Selfmade, schau mal. Ja, hier. Selfmade-Halterung. Selfmade-Hiker-Trash-Engineering. Hier geht's so. Endlich. Ja. Und ja, da fing es an zu schütten. Aber wir sind erstaunlicherweise relativ trocken geblieben. Also diese Regenschirme bringen wirklich was. Ja. Wenn ich das mit dem letzten Donnerstag vergleiche, wo wir die nicht hatten. Dann oben auf dem Feldberg. Das war eine Etappe. Deswegen haben wir auch nichts verzählt oder irgendwas. Es gab nichts zu erzählen. Wir sind auf Eisschollen gewandelt. Wir hatten alles. Starkregen. Mit Sturm. Das hast du da oben nichts mehr mit Spaß zu tun. Ja, wir hatten also wirklich alles. Eis, Hagel, Schnee, vor allen Dingen starker Wind und unfassbarer Regen. Ja, du hast die Hand vor Augen nicht gesehen am Feldberg. Ja, oben auf dem Feldberg steht so ein Fernsehturm, der ist normalerweise riesig groß. Wir haben noch nicht mal den Stumpf davon gesehen. Nee. So ein dichter Nebel war da. Der fast davor gelaufen. So, aber was noch viel, viel schlimmer ist, ist dieser Nebel. Wir gehen jetzt die letzte schöne Etappe war die mit dem Markus, mit dem Fernwanderer. Das war eine halbe Stunde am Titisee. Richtig. Ja, kurz bevor der Hagel kam. Der schönste Moment der letzten Tage war wirklich dieser Moment am Titisee, wo die Sonne rausgebrochen ist. Wir plötzlich wieder im T-Shirt da standen. Ja. Und das war für mich auch mein magischer Moment, wo ich für mich selber wusste, okay, ich schaffe den Weg. Ne, also jetzt kann mich nichts mehr aufhalten, mental zumindest. Hiking Machine hat ein bisschen Probleme mit der Ferse, die ist geschwollen. Ja, die Achillessehne, nicht die Ferse. Ah, okay. Die linke Achillessehne ist ein bisschen dick, tut ein bisschen weh, aber was uns nicht umbringt, ne? Aber trotzdem mache ich mir ein bisschen Sorgen oder wir machen uns ein bisschen Sorgen, damit ist eigentlich nicht zu spaßen. Und, ich weiß nicht, ob es die beste Idee ist, jetzt weiterzulaufen, aber 3 Tage vorher höre ich jetzt auch nicht ob. So, und dann war normalerweise eine Übernachtung in der Krinnenpasshütte geplant. Da sind wir auch gerade hin unterwegs. Aber nach so einem Tag, fuck off, auf keinen Fall, haben wir uns ein Hotel genommen. Das rate ich auch jedem. Also hört ein bisschen auf euren Körper. Das kann man nicht machen. Also es geht nicht. Und wo war das Hotel? In Wieden, ne? Das war in Wieden. Es war mit Fähnchen in der tollen Leporello-Karte ausgezeichnet. Da habe ich es auch gebucht dann online. Was da irgendwie nicht steht, ist, dass es ein Mörderabstieg ist. Also bestimmt 2-3 Kilometer Berg runter, aber richtig steil. Ja. Also es ist ein richtig tiefes Tal. Ja. Was natürlich an so einem Abend gar nicht mehr gut kommt, aber an einem Morgen, bevor ich auf ein Bällchen steige, irgendwie auch nicht richtig cool ist. Ja, aber jetzt haben wir da nun mal geschlafen, ne? Mussten wir heute Morgen auch da hoch. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, keine Frage. Ja, wir hätten vielleicht lieber das Wiener Eck buchen sollen. Ja. Das liegt nämlich direkt auf dem Westweg. So. Aber aus Fehlern lernt man. Was noch viel, viel schlimmer ist, man wacht dann auf, hört dann schon das Regenprasseln, guckt aus dem Fenster und sieht wieder diese Nebelsuppe. Das ist jetzt gar nicht aus dem Bett raus. Das ist jetzt der 5. Tag nonstop mit Nebel. Und das, liebe Freunde, schlägt wirklich aufs Gemüt. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich filmen soll.
Wir gehen jetzt den Bällchen hoch. Wird wahrscheinlich dieselbe Nebelsuppe sein wie gestern am Feldberg. Das ist natürlich ein bisschen schade, hätte ich euch gerne gezeigt. Aber wie gesagt, wir sind hier bei Soul Trails. Ich habe euch versprochen, ich zeige euch die Wahrheit. Ja? Auf meinem Kanal halte ich halt, wie gesagt, keine gesponserten Ausrüstungsgegenstände in die Kamera, die ich irgendwie zugeschickt bekomme. Ihr seht das Material, was ich hier benutze, damit laufe ich. Das ist mein Eigentum. Und ihr bekommt auf den Thru-Hikes die Wahrheit. Das heißt, wir laufen der Weg so, wie er ist. Und wenn das Wetter scheiße ist, dann ist es halt so. Es wäre ein leichtes jetzt gewesen, dann einfach. Dann müsst ihr uns bei Scheißwetter halt begleiten. Richtig. Es wäre ein einfaches gewesen, jetzt hier einen Abbruch zu machen, eine Woche nach Hause zu fahren und dann über Pfingsten wieder hier hinzufahren und schön bei schönem Wetter euch den Feldberg zu zeigen. Aber das wäre nicht ehrlich, weil ein Thru-Hike besteht halt genau auch aus solchen Phasen. Und deswegen. Ich wäre, glaube ich, nicht mehr zurückgefahren. Wenn du mich jetzt einmal nach Hause bringst, bleibe ich da. Nein, und das ist mir persönlich wichtig. Dass ihr hier das ist hier nicht getürkt, ja? Auch wenn manche Leute das vielleicht vermuten oder so, aber das würde mir persönlich auch keinen Spaß machen. Ja, weil nach dem Rheinsteig hätte man es auch denken können, ne? Hätte man es vermuten können. Das ist ja können. Fast schon unverschämt. Ja, das war schon utopisch. Aber der Wettergott, ich denke, der hat einen Deal mit dem Fußballgott. So sieht's aus. Guter Einwand. Gesagt, okay Leute, wenn Fortuna Düsseldorf Meister der zweiten Liga wird, dann könnt ihr nicht auch noch Sonnenschein haben. Ihr müsst Opfer bringen. Richtig. Als Fortuna-Fan weiß man, man zahlt für alles. Genau. Man zahlt für jeden Erfolg. Mit jedem Schritt, den man vorwärts geht, gibt man 3 zurück. Wir haben mit Sonnenschein bezahlt. Ja. Wir haben unsere deutsche Meisterschaft der zweiten Fußball-Bundesliga mit dem guten Wetter bezahlt. Ja. Aber es war ein fairer Deal. Es war ein fairer Deal. Ich hoffe, die Mannschaft belohnt uns dafür nächste Saison, dass wir uns hier die halbe Wanderschaft versaut haben. So, jetzt haben wir euch ein kleines Update gegeben. Deswegen haben wir gestern auch nichts erzählt, weil es gab einfach nichts zu erzählen. Nee. Das war einfach nur miese Stimmung und man wollte einfach nur ankommen. Wie gesagt, wir sind jetzt unterwegs zur Krinne, da füllen wir unser Wasser auf. Ja, dann geht es schon wieder Nebel. Ja. Richtig geil. Schön, schön. Dann geht es hoch zum Bällchen. Mal gucken, vielleicht mache ich euch mal einen Nebelshot. Da gibt es noch mehr Nebel. Genau. Und dann geht es zur Stühlehütte und dort freuen wir uns riesig auf unsere Trail Magic. Oh ja! Ja, unseren Briefumschlag oder was auch immer da drin ist, was uns der Fernwanderer mitgegeben hat. Vielleicht eine Schatzkarte. Ja. Man weiß es nicht. Das ist noch versiegelt. Wir werden es nachher vor laufender Kamera öffnen. Auf jeden Fall, ihr seid live dabei. Ja, und dann, sehr gespannt. Dann haben wir morgen noch eine Mini-Etappe nach Kandern. Das hatte ich eigentlich so gelegt, weil ursprünglich wollten wir auf dieser Tour eine Schleife machen zu so einer Traumbank, wo der Fernwanderer uns gesagt hat, da müsst ihr hoch, das ist die schönste Bank des Schwarzwalds. Aber ganz ehrlich, bei dem Wetter, auf keinen Fall. Machen wir nicht. Bringt auch nichts. Aber die Ecke wird euch der Fernwanderer auf seinem Kanal bestimmt irgendwann mal vorstellen. Deswegen viel Spaß dabei, Junge. Aber für uns macht das keinen Sinn. Ja, sind wir. So, das ist der Stand der Dinge. Das haben wir viel verzählt. Genau. Genießt noch ein bisschen den Nebel. Wir tun's. Wie gesagt, tut uns wirklich leid. Vielleicht, aber auch nur ganz, ganz vielleicht, haben wir morgen ein bisschen bessere Sicht auf den Blauen. Das ist der dritte der drei schön. Hohen Berge. Aber ganz ehrlich, ich rechne nicht mehr damit. Ich meine, schaut noch mal genau, wie das hier aussieht. Und ihr stellt euch das 5 Tage am Stück vor. Ja. Und wir befinden uns hier schon auf einer gewissen Höhe. Ihr seht einfach nichts, gar nichts. Ja. Through Hiker Life. So sieht's aus. So, Levelit, hier kommen wir jetzt zur Krinnenpasshütte. Der ursprüngliche Plan war halt, dass wir hier übernachtet hätten und dann so eine kleine Nachtwanderung gemacht hätten. Weil von hier aus ist es noch 2,5 Kilometer bis zum Gipfel des Bällchen. Und dann hätten wir da einen schönen Sonnenaufgang gehabt. Aber bei dem Wetter Pustekuchen. Deswegen ist der Plan schon mal geändert worden. Ihr habt einen wunderschönen Brunnen. Hier füllen wir auch jetzt unsere Wasservorräte auf. Platz wäre genug gewesen. Ja, nicht schön, aber hätte uns. Scherben am Boden und so. Aber mit dem Brunnen ist natürlich schön. Ja, im Sommer. Eine legale Feuerstelle hier unter Wasser.
Ja. Also, ich fand es im Hotel Sonnenhang dann doch netter. Im Hotel Sonnenhang war es ein bisschen netter, ja, stimmt. Auch wenn ich den Scheiß, aber das bei, Scheiß Tal hoch. Aber ich sag mal so, bei richtig schönem Wetter, wenn es jetzt richtig Hochsommer gewesen wäre, ne, so Tisch, ne, von hier aus dann nachts loszulaufen, ja, schöne Nachtwanderung, ne, den Gipfel hoch, wäre geil gewesen. Da hinten, das müsste die Stühlehütte sein, wo wir heute Nacht nächtigen werden oder es zumindest versuchen. Und jetzt gibt es, glaube ich, Trail Magic. Schauen wir uns die Hütte mal an. Wir haben hier vom lieben Markus, den Fernwanderer,
als er uns besucht hat, einen Umschlag bekommen. Mit Trail Magic. Zu und öffnen an der Spiegelhütte. Ja. Da sind wir nun endlich. Besprüht mit viel Glitzer. Ich habe jetzt schon überall Glitzer, aber egal. Ich mache es jetzt auch. So. Dann lesen wir vor. Trail Magic. Zum ersten Mal übrigens auf dem Westweg. Ich kann es ja gerne ein bisschen schöner öffnen. Ne? Ja. So. Aber hast du echt Messer? Ja, gib mir doch einfach mal dein Messer. Quasi der Brieföffner. Das darf man doch nicht so. Warte, bin ich gespannt. So. Schön. Hallo. So, was steht denn da Schönes? Hallo Soulboy, hallo Hiking Machine. Ich habe an der Stühlehütte eine Kleinigkeit für euch deponiert. Ihr findet das Versteck bei dem Totholzhaufen, der auf der Karte eingezeichnet ist. Am besten von der Rückseite ein paar Äste wegnehmen. Ihr werdet es finden. Das Rohr könnt ihr an der Seite öffnen, wo die kurze Verlängerung sitzt. Das ist oben. Einfach den Deckel abnehmen. Viel Spaß beim Suchen. Markus. Meint er das da? Ich gucke auf die Karte. Also, das wird eine kleine Schnitzeljagd. Ja, wow, echt? Also, dann kommt mal mit und wir suchen den Totholzhaufen. Schnitzeljagd. Da rein. Weil hier ist die Hütte. Ja. Das sind die Pfeile mit den Baumstämmen. Ja. Da ist der umgestürzte Baum. Ja. Und da ist der Totholzer. Also los geht's. Was für eine charmante Idee. Mega. Wenn man sonst schon auf dem Schwarzwald kein Trail Magic bekommt, das könnte der Haufen sein, ne? Und zwar vom da hinten bestimmt. Ah. Der ist aber ganz schön matschig. Den Regen hat er nicht berechnet. So. Totholzhaufen. Da, das Ding, oder? Das da, ne? Von der anderen Sitt, hat er gesagt. Ja, ein paar Zweige wegtun. Ja. Da ist das Rohr. Packst du da. Ja. Da, siehst du. Genau. Da ist es. Da ist das Rohr. Seht ihr das, Leute? Okay. Ha, gefunden. So. Nur das ist ziemlich flitschig. Wir brauchen jetzt irgendwas, womit wir das aufmachen können. Aber ich habe ja mein super duper Universalmesser. Trail Magic. Voll gut. Super Idee. So, dann gucken wir mal, wie wir die Flaschenpost aufkriegen. Ja? Wahnsinn. Naja, muss. Irgendwann wird es schon gehen. Ja. Ah, jetzt haben wir. So. Was ist drin? Noch eine Nachricht. Guck mal. Oh Gott, das ist ein Glas. Ich ahne, was das ist. Was denn? Klingt wie eine Plakette. Mein Gott, was ist denn hier drin? Noch ein Glas. Noch ein Glas und eine Kerze. Ach, Quatsch. Wie soll man die denn? Wie soll man die Körper nicht mitnehmen? Tragen wir dann morgen nach Cannes? Ja, ganz bestimmt tun wir das. Müssen wir auch. Ach. Vielleicht sollen wir ihn hier lassen. Oh. Aus Baden. Wie toll. Oh. So mit Kerzen. So, das war's aber jetzt auch, glaube ich. Alles drin? Ja. Wie? Kein Kaviar? Also, was ist das denn? Was für eine charmante Idee. Und guck mal, wie viel Mühe sich gemacht hat, hier alles schön gepolstert. Diese Wegraute wurde käuflich erworben. Oh, wie schön. Und ich habe noch darüber gesprochen, ich würde mal gerne eine abmachen. Das haben wir uns natürlich nicht getraut. Aber wie wir toll. Wollten dringend eine kaufen. Wir wollten ganz dringend eine kaufen. Ja, die kriegt ihr irgendwo, kein Problem. Kann der Gedanken lesen oder war der nachher noch mal hier? Mega gut. Voll schön. Super. Und noch ein Briefchen. Und noch ein Briefchen. Oh, da bleibe ich doch mal hier am Ball. Genau.
Super. Wow. Hallo Soulboy, hallo Hiking Machine. Zeit für ein wenig Trail Magic. Sehr schön, dass ihr das Versteck gefunden habt. Wenn ihr diese Zeilen lest, habt ihr hoffentlich einen schönen Tag hinter euch und habt euer Lager bei gutem Wetter und ohne Blessuren erreicht. Ich bin gespannt, ob ihr meinen Vorschlag für den kleinen Abstecher gefolgt seid. Leider nein. Das lag aber am Wetter. Und hoffe, ihr habt gut zurück auf den Weg gefunden. Der Westweg lässt hier viele wunderschöne Plätze knapp aus. Die Bank am Weiherskopffelsen ist in meinen Augen einer der schönsten Aussichtspunkte im Schwarzwald. Ja, bei Nebel bringt das leider nicht viel. Deswegen ist der Ort für dich bestimmt. Ja, das ist richtig so. Es passt schon. Ja. Vielleicht kommen wir nochmal wieder und gucken uns das an. Ach, gern hätte ich euch auf dieser Etappe begleitet. Ist dies doch die Gegend, in der ich sonst rumstreife. Wenn bei mir auf der Tour alles glatt gegangen ist, bin ich jetzt auf der Höhe von Schramberg und habe noch 4 Tage bis ins Ziel nach Schaffhausen. Morgen in der Früh könnt ihr euer Ziel Basel bereits ausmachen. Zu euren Füßen im Westen und Süden liegt das Markgräflerland. Eine Gegend mit sanft geschwungenen Hügeln, geprägt von Wein und Obstbar. Hoffentlich sehen wir es. Hoffentlich ist morgen nach 5 Tagen endlich mal kein Nebel. Ja. Wenn ihr euren Blick vom Aussichtsturm des Blauen, ich hoffe, wir haben eine Aussicht, exakt nach Westen wendet, werdet ihr noch vor der Rheinebene einen bewaldeten Hügel ausmachen können. Die Reben für den Wein in dieser Flasche wachsen genau jenseits dieses Wäldchens. Ah, wie toll. Wahnsinn. Toll. Der Gutedel ist für das Markgräferland typischer Wein. Er sollte eigentlich gekühlt getrunken werden. Es ist arschkalt hier. Das kriege ich leider auf diese Art nicht hin, aber ich hoffe, er schmeckt euch trotzdem. Das Wegzeichen soll euch ein kleines Andenken an dieses Abenteuer sein. Ich wünsche euch einen tollen Abend und 2 schöne letzte Tage auf dem Westweg. Fernwanderer Markus. PS? Das Rohr bitte wieder zurücklegen. Ich hole es ab, sobald ich wieder zu Hause bin. Alles klar. Also mit den Gläsern auch. Sehr schön. Natürlich. Toll, hör mal. Tausend Dank. Also. Ist das schön. Ich freue mich total. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist so ein Highlight. Oder? Das ist eine coole Wein. Wir werden morgen sehen, wo er angebaut wird. Und ganz ehrlich, er ist eiskalt. Eiskalt. Bis jetzt das Wetter bestellt. Und guck mal, wir haben ein Kerzchen dabei. Oh, romantisch. Romantisch. Nein, das ist wirklich das Highlight der ganzen Tour. Absolut. Du hast dir so viel Mühe gemacht, auch so viel Gedanken gemacht, auch schon mit dem Halfway Point. Ja, das war auch so schön. Also das können wir gar nicht mehr toppen. Nein. Komm mal ins Rheinland, wir versuchen es. Ja, genau. toll. Guck mal. Und ich wollte heute noch illegal eine abknibbeln. Ich habe gedacht, nein, mach's das nicht. Guck mal, da ist sie. Wahnsinn. Die kommt schön bei uns, kriegt einen Ehrenplatz. In die Küche. Ne? Ja. Schön. Ach, herrlich. Ja gut. Dann bauen wir jetzt mal unser Lager auf. Ja. Damit wir in Ruhe diesen wunderschönen Wein genießen. Bei Kerzen nicht genießen können. Traumhaft. Wahnsinn. Ja, so machen wir es. So machen wir's. Nochmals tausend Dank. Tausend Dank, echt. Highlight der Tour, definitiv. Ja. So. Wir haben eingeschenkt. Ja. Eben auch voll offener Kamera. Genau, nur die Kamera lief nicht. Also machen wir neu. Genau. Lieber Markus. Ein auf dein Wohl. Dröpke, auf dich. Oder auf uns. Auf diese schöne Reise. Auf diese wunderbare Reise. Schön, dass du uns begleitet hast. Und dieses, also mehr Trail Magic geht, glaube ich, nicht, oder? Und ich muss sagen, das ist auch wirklich ein sehr, sehr leckerer Wein. Ja, fruchtig. Hast auch gut ausgewählt, ne? Trocken. Ne? Sehr lecker. Mögen wir beide sehr gerne. Also die können nicht nur am Rhein und an der Mosel guten Wein machen, stellen wir gerade fest. In Baden auch. Ja. Also lecker. Wirklich, was für eine charmante Idee. Lecker Dröpke, sagt man in Düsseldorf. Ja, oder Glübt, ne? Gleich, wenn es dunkel wird, machen wir auch hier schön die Kerze an und machen hier so ein bisschen einen auf Romantic Ninja und machen die Flasche auf jeden Fall noch leer. Ja, klar. Ne? Nochmals. Auf dich. Ich habe schon leicht einen Sitzen. Naja. Soul Trails, nur am Suppe. Nur am Suppe, ist fast wie der Mosel. Ja. Aber um ein bisschen ernst zu werden auch, also wir beide haben heute auf jeden Fall entschlossen, dass wir den Feldberg und den Bällchen nicht nochmal besuchen werden. Wir hatten jetzt 5 Tage nur Nebel, also wir haben wirklich gar nichts gesehen. Und ein bisschen schwermütig wird man da schon, weil man denkt immer an die ganzen schönen Aussichten, die man verpasst hat. Und gerade der Bällchen muss ja wohl so ein Highlight sein. Aber irgendwie war der Weg, das war unser Weg. Es war so bestimmt, dass es sollte so kommen, finden wir. Sieht so aus. Das ist unsere Reise. Lass uns nie wieder hierhin zurückkehren, weil so schön wird es nie wieder werden. Ja. Hier bestimmt nicht.
nein. Nie wieder hier, werden nein, wir nein, versteckten so Wein in Rohren finden. Versteckten Wein in Rohren. Hier wird es auf jeden Fall nie wieder so schön. Ja. Für niemanden. Darauf eine Trekking-Tütennahrung. Schön. Ja. Ja. Verabschieden wir uns. Verabschieden wir uns für heute, genau. Ich hoffe, euch hat das Filmchen gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, da freuen wir uns immer sehr drüber. Und aktiviert auch die Glocke, dann verpasst ihr auch den Schluss dieser epischen Reise nicht. Genau. Ja, und denkt immer dran, auch kleine Schritte führen ans Ziel. In diesem Sinne, Soulbar und Hiking Machine out.